Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Atas und Michael Burgstaller. Ich freue mich, dass er heute uns wieder zur Verfügung steht und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern möchte und insbesondere heute mit dem Thema Tools für die Volumenanalyse in Atas. Ich freue mich sehr und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute Abend live dabei sind und sich entsprechend für das Thema interessieren. Hallo, grüß dich, Michael. Schön, dass du da bist. So, bevor wir aber anfangen, ich merke gerade, dass auch für mich heute ein langer Tag war, müssen wir trotzdem über unseren Risikohinweis sprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Wunderbar. Dann, lieber Michael, kriegst du jetzt den Bildschirm. Ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend. Kann man mich hören und sehen? Ganz wichtig. Also wir können dich hören, sehen können wir dich nicht, aber dein Desktop. Ah, das ist gut, das ist gut. Ich selber schaue ja auch nach so einem langen Arbeitstag nicht so ansehnlich aus heute. Also, wir werden heute ein bisschen über Tools für die Volumenanalyse reden. Das werden 60 Minuten werden, wo ich wie immer, ihr kennt das, also ich sehe sehr viele, die sind immer wieder da. Auch vor unserer Telegram-Gruppe sind einige hier im Raum. Hallo an alle. Wir werden querbeet durchsteigen, was es alles für Tools gibt. Einige von euch werden ziemlich viel schon kennen davon. Es gibt andere, denen ist das komplettes Neuland. Ich werde kurz darüber sprechen, was wir neu in der Plattform haben und was jetzt in Kürze kommen wird. Und ich würde sagen, wir halten uns nicht lang auf und ich starte dann gleich einmal los. Sollten Fragen auftauchen, es ist völlig egal, ob das jetzt das Thema Volumenanalyse Atas betrifft oder irgendwas anderes, was mit Atas zu tun hat, bitte schreibt es rein. Ich versuche das alles aufzunehmen und euch dann quasi so gut ich kann zu beantworten. Wie immer bei den Webinaren arbeite ich mit der Atas Alpha Version, damit ich euch schon neue Dinge zeigen kann. Okay. Und die ersten Kleinigkeiten, bevor wir zum Thema selbst kommen, zeige ich euch in den Charts. Und zwar gibt es jetzt, man kann das ja gut sehen jetzt, ne? Hoffentlich. Passt, sehr gut. Also unsere Charts haben mittlerweile zwei neue Funktionen bekommen und es hat sich eine Kleinigkeit verändert. Ihr habt oben im oberen Fenster Funktionen wie Klonen gehabt, Chartstrategien und Charts in Layouts verschieben. Diese Icons sind hier verschwunden, weil wir nebenbei immer auch daran arbeiten, dass für euch die Plattform einfach zu bedienen ist und dass ihr nicht erschlagen wird an Funktionen, wenn ihr einen Schirm öffnet. Das vorweg, diese Dinger wie Windows-Klonen, Layouts und Chartstrategien findet ihr jetzt mit rechter Maustaste im Untermenü. Also wir möchten das Ganze recht schlank halten für euch in Zukunft, so dass es eben noch angenehm zu arbeiten ist. Es ist leider Gottes ein bisschen ein negativer Aspekt in der Softwareentwicklung. Es kommen Features dazu, Features dazu, Features dazu. Und irgendwann hast du ein aufgeblähtes System, das keiner mehr bedienen kann. Und da wirken wir jetzt schon früh genug gegen. Zu den neuen Funktionen im Chart. Schaut ihr rechts nach unten hier, haben wir den Chart Trader und den Dome Trader hier unten im Prinzip integriert. Ich hoffe, mit der Alpha funktioniert alles. Mit einem Klick kannst du den Chart Trader aufmachen unten und mit einem Klick kannst du jetzt neu den Dome Trader mit der Heatmap aufmachen. Das heißt, es ist egal, welchen Chart das ihr verwendet. Mit einem Klick hier unten habt ihr im Prinzip sofort die Heatmap in Echtzeit, also in Echtzeit in 50 Millisekunden Aktualisierungsrate. Da kriegt ihr in Wirklichkeit alles, was ihr benötigt für das. Ja, das lasst ihr natürlich hier unten mit dem Einstellungs-Icon hier alles dann konfigurieren, so wie es ihr das braucht. Und wie immer bei allen Modulen und Indikatoren habt ihr hier einen Link zur Hilfeseite, wo dann alles drinnen steht. Dazu kann man dann später aber mehr. Also
die neue Funktion direkt im Chart. Ihr habt per Klick den Chart Trader und im Prinzip den DOM, Scalping DOM Trader, habt ihr jetzt da mit einem Klick verfügbar in jedem Chart. Also ist eine gute Sache, meiner Meinung nach. Was gibt es noch neu? Ich kann euch verraten, diese Indikatoren kommen neu, weil es einige von euch gefragt haben danach. Das ist der TT Sequential Indikator. Ja, der geht in Kürze an euch raus. In Entwicklung ist auch ein Indikator, der euch Gaps einzeichnet in den Chart, vollautomatisch. Finde ich es gut. Wir haben das früher immer alles noch per Hand gemacht. Der zeigt euch dann die Gaps an. Und ihr bekommt einen Regression Channel Indikator auch rein. Das sind so die Hauptindikatoren, die was jetzt in die technische Richtung gehen, wo es die Kunden gefragt haben. Und das ist in Kürze alles da für euch. Das war's vorweg. In Entwicklung ist für euch das leidige Thema der Portfoliogruppe. Für alle, die es nicht kennen, eine Portfoliogruppe lässt sich erstellen unter Accounts. Und mit dieser Portfoliogruppe, die sich im Beta-Test-Modus befindet, ist es möglich, einen Account mit anderen zu verbinden. Sprich, wenn man einen Trade absetzt, werden den anderen Accounts diese Trades auch abgesetzt. Diese Gruppe ist erstens schwer zu bedienen. Zweitens haben wir uns das Verhalten der Kunden jetzt lang genug angeschaut auf der Beta-Version. Die fällt in 2 bis 3 Wochen raus und ihr bekommt ein komplett neues Tool, einen Trade-Copier, wo ihr dann Master-Slave-Account machen könnt und automatisch zum Beispiel Trades am ES-Demo absetzen und am MES ausgeführt kriegt. Also das kommt in Zukunft, diese Portfolio-Gruppe fällt komplett raus. Die hat mehr Probleme gemacht, als wie sie gelöst hat. Ja, das einmal für euch vorab an Information. Im Quick Start Menu tut sich auch was. Da kommen jede Menge neuer Templates dazu für euch, auch mit den neuen Funktionen. Werden wir dann in Kürze mehr haben. Das ist dann für euch auch gut, vor allem für die Neuen, die sich mal anschauen möchten, was kann man mit Atlas machen, eine grobe Übersicht von den ganzen Modulen bekommt. Dann schreiten wir voran zum Thema, also Tools für die Volumenanalyse. Und da müssen wir uns vorab einmal Gedanken drüber machen, was ist Volumenanalyse überhaupt und über welches Volumen reden wir. Wenn wir über die Volumenanalyse reden, kann man genauso über das Volumen pro Kerze sprechen. Ja, das ist auch eine Volumenanalyse. Früher hat man das nur so gemacht. Da hat man im Prinzip gewusst, in der 5-Minuten-Kerze, wie viel ist da drinnen umgesetzt worden. Ja, man kann aber auch darüber reden, über das Volumen im Orderbuch. Das ist ein komplett anderes Thema der Volumenanalyse, aber wir können hier im Prinzip das Volumen, das sich in der Limitseite befindet, das wird hier auf der rechten Seite abgetragen. Das ist der S&P 500. Wir sehen hier ja in Echtzeit, wo wie viel Volumen liegt an Limit Orders und auch das kann man analysieren. Ja, das geht dann, das spreizt sich dann schon ein bisschen rein von dem klassischen Volumen in die Orderflow-Analyse und hier haben wir quasi, das ist reiner Orderflow, da sehen wir in Echtzeit jetzt, was ausgeführt wird an Markets auf der Bid- und auf der Ask-Seite. Jetzt kann man sagen, naja gut, das ist Orderflow, aber wir sehen ja hier und wir beobachten ja hier das Volumen, das hier stattfindet und was hier getriggert und gehandelt wird. Ja. Dann kann man das noch weiter spinnen, das Ganze, und sagen, der Klassiker, die Volumenanalyse, ich habe hier auf der linken Seite oder auf der rechten Seite, je nachdem wie man es gern hat, habe ich hier mein Profil vom aktuellen Tag in dem Fall voreingestellt und ich sehe hier, was bis jetzt bei diesem aktuellen Tag, wo die Umsätze vermehrt stattfinden und wo für die Händler eigentlich relativ uninteressant ist. Sehe ich sofort. Ja, kann ich mir sofort anschauen, wo ist Value vor dem heutigen Tag zumindest, wo befindet sich der Wert des Instruments und wo ist es relativ uninteressant. Kann man dann weitergehen und sagen, diese Profile können verschiedene Shapes haben, also ein P, ein kleines P, ein großes P, wo man dann Sachen ableiten kann davon. Das ist noch nicht alles, das ist jetzt Intraday. Das heißt, in dem Fall schauen wir uns an, das Volumen, also die Umsätze vor dem heutigen Tag. Ja, ich kann auch hergehen in Atlas und sagen,
Okay, das ist alles schön und gut, aber das ist mir jetzt, das passt nicht zu meinem Handelsstil und kann mir das Ganze natürlich auch via Indikator bringen und sagen, ich brauche das gar nicht jeden Tag, ich hätte gern alle 15 Minuten, also ein bisschen übertrieben jetzt, aber wir schauen es uns an, alle 15 Minuten im 5-Minuten-Chart, wir gehen auf den Minuten-Chart runter, weil sonst sehen wir nichts. Hier habe ich jetzt da im Prinzip alle 15 Minuten mein Profil und sehe halt in jeder 15 Minuten Candle, wenn es eine einzelne wäre, wo ist das Profil abgetragen worden, also wo ist das Volumen abgetragen worden, wo befinden sich die Pox, wo ist interessant gewesen in dieser Viertelstunde und so weiter und so fort. Das ist natürlich was für euch, wo ihr selber wissen müsst, wo geht die Reise hin, wo komme ich her? Ja, bin ich kurzfristig unterwegs, bin ich längerfristig unterwegs? Und je nach Einsatzzweck gibt es natürlich für diese Tools der Volumenanalyse verschiedene Ansätze, wie man sie verwendet und wo man sie findet. Und Atlas versucht heute für euch, alle diese Tools zu bringen, so dass ihr, weil wir wissen ja nicht, sind alle unsere Kunden jetzt Scalper oder langfristig unterwegs. Wir müssen eben das ganze Portfolio für euch bringen. Ja, und in dem Fall ist es jetzt der Market Profile also TPO und Profile Indikator. Und den kann man auch auf stündlich stellen. Dann habe ich jetzt im Prinzip meinen Chartverlauf. Ja, und sehe eben, was in dieser ganzen Stunde gehandelt worden ist, beziehungsweise wo und wie viel. Ja. Kann ich mir dann sogar auf das Stück genau zeigen lassen, wo was passiert ist. Gibt es bis jetzt Fragen? Dürfte alles klar sein. Da rührt sich nichts. Sehr gut. Also, um das jetzt vorwegzunehmen, was haben wir gesehen? Den Indikator, der sich individuell einstellen lässt, dass ihr am Chart im Prinzip Volumenprofile abbilden könnt. Ja, dann gibt es das Fixed TPO and Profile. Das kann man sich einstellen und verschieben auf der linken Seite des Charts, auf der rechten Seite. Ich kann mir verschiedene einstellen, dass ich sage, ich habe auf der rechten Seite das Tagesprofil, auf der linken Seite das Wochenprofil. Da sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Ja. Das ist, wenn man dann wirklich das reine Preisvolumen abbilden möchte. Und dann kann man sich natürlich auch das ganze Profil rein, wie man es halt gern hat, kann man sich dann im Prinzip konfigurieren. Es fängt bei der Farbe an, aber es gibt auch die Möglichkeit, hier in diesen Profile Alarme zu setzen. Ja. Das heißt, wenn sich der POC ändert und so weiter, wenn der Preis zur Value Area kommt, man kann das Ganze auch filtern, ja, und sagen, ich hätte gern die Balken in meinem Volumenprofil, wenn ich eine gewisse Größe überschreite, dann hätte ich gern, dass dieses Profil in einer anderen Farbe kommt. Also alles über 10.000 Kontrakte pro Preis, in dem Fall am S&P 500, färbt mir das Profil in einer anderen Farbe ein. Ja. Also das kann man alles machen. Und das sind so eher mehr die Standard-Tools für die Volumenanalyse. Und wenn man das Ganze noch anders machen möchte, also ich zeige euch jetzt verschiedene Wege, was man in Atlas machen kann, und sage, okay, ich arbeite im Prinzip am Stundenchart, und dann tut man sich mit Atlas ganz leicht mit der Volumenanalyse, wenn man das haben möchte, dann zoomt man einfach in die Kerzen rein, ja, und kriegt seine Profile, und die kann man dann, sobald man reinzoomt in das Ganze, seht ihr hier auf der linken Seite geht dann das Menü auf, dann bringt man im Prinzip das Menü des Footprints hoch und ein Footprint ist ja nicht nur zum Beispiel ein Bid-Ask-Chart, wo man die ganzen Dinge sieht, die passiert. Man kann sich diesen auch frei konfigurieren. Und wenn ich sagen möchte, ich möchte das Volumen sehen pro Kerze, dann habe ich mir das so eingestellt und ich sehe sofort, was da los ist. Ich sehe auch den POC, den kann ich mir auch definieren, wie er angezeigt wird, hier in Fett geschrieben halt in dem Fall. Und ja, und mit simplen Reinzoomen und Rauszoomen habe ich sofort alle Informationen von der Kerze, die ich halt für meine Strategie, das kommt wieder auf euch an, was ihr macht, benötigt. Das ist auch im Prinzip ein Tool der Volumenanalyse. Ja. Ein anderes Tool der Volumenanalyse ist es zum Beispiel, ich hoffe, bei mir funktioniert da alles, in dieser Version, die Cluster-Statistik. So. Jetzt wird es zwar ein bisschen schräg, das Ganze, aber ich blende da jetzt einfach einmal alles ein, damit wir hier alles haben. Hier kann ich mir zum Beispiel das Ganze statistisch bzw. in Zahlen abbilden lassen
und da reden wir auch vom Volumen, was in dieser Candle, also in dieser Kerze, die gerade läuft, was da los ist. Ja, wie viel in den Bid und in den Ask gehandelt worden ist, wie das Delta sich verhält, also im Prinzip die Differenz zwischen Bid und Ask auf der Market-Seite. Ich habe die anderen Werte auch da, das Maximum-Delta, Minimum-Delta, das Volumen, den Volumendurchsatz per Sekunde ist auch für manche ein wichtiger Wert, wie viel Volumen in der gesamten Session abgetragen worden ist, wie viele Trades abgesetzt worden sind in dieser Kerze und so weiter und so fort. Das kann man natürlich auch frei konfigurieren und mir anzeigen lassen, was ich halt benötige. Kein Mensch braucht das alles. Also ich kenne keinen, aber manche brauchen halt zum Beispiel das Delta, die anderen brauchen Min-Max-Delta, manche brauchen nur das Session-Volumen, damit sie sehen, oh, ist das halt ein guter Tag oder nicht, vom Volumen her. Und das ist auch eine Art der Volumenanalyse. Und ich hoffe, mein Chart ist soweit. Ich bringe ihn mal rüber. Manche arbeiten ohne Candles. Die arbeiten nur mit Volumen. In dem Fall haben wir jetzt auf der linken Seite TPO-Profile gepaart mit einem Volumenprofil. Das TPO-Profil hat nichts mit dem Volumen zu tun, das vorweg. Aber das ist zum Beispiel auch eine Variante, die viele nutzen. Die haben gar keine Candles mehr und für ihre Trade Location oder für ihren Kontext nehmen die halt TPOs gepaart mit Volumenprofilen her und suchen so eben Levels, die für ihre Strategie interessant ist. Ja. Also ich persönlich bin kein Fan von TPOs, aber ich bin ja nicht jeder. Und es gibt halt genug Leute, die mögen das und die arbeiten mit dem Ganzen. Und mit dem kann man natürlich auch wunderbar arbeiten, ja, wenn man sich drauf eingeschossen hat. Ein weiteres Tool, was es in Atlas gibt für das Volumen, ist quasi ein Zeichenobjekt. Ich zeichne jetzt das ganz geschwind jetzt mal über diese zwei Tage ein. Das ist ein Zeichenobjekt, wo ich im Prinzip, es ist egal jetzt, ob ich das hier auf dem Chart mache oder, gehen wir rüber, machen wir einen neuen Chart auf, ob ich hier im Prinzip einen normalen 5-Minuten-Chart habe und mir das jetzt versuche zu einzuzeichnen. Jetzt machen wir das einfach einmal. Ich möchte jetzt wissen, was in dieser Bewegung oben an Volumen gedreht worden ist und wo das Volumen unterwegs war, dann kann ich mir das einzeichnen und ich kann mir das auch schieben. Das heißt, ich kann mir gewisse Strecken oder Trendstrecken oder Korrekturstrecken anschauen und kann mir natürlich sagen, wo ist das Volumen im Prinzip gedreht worden bei dieser Abwärtsbewegung und wird das noch einmal relevant. Ja. Das ist eine sehr gute Sache, meiner Meinung nach. Ja. Also wenn, man kann hier auch ein bisschen den Verlauf simulieren, indem man im Prinzip das so zieht. Alles, was da ist, hat man vorher noch nicht gesehen, logischerweise, wenn der Markt rennt. Und dann kann man halt schauen. Und wir haben jetzt diese Bereiche noch nicht gesehen. Ja. Und wenn, dann weiß ich sofort, dass in dem Bereich im Prinzip das Volumen stattgefunden hat und in dem Bereich auch. Und je nachdem, was ich für Strategien vor, kann das ein hilfreiches Tool sein. Ja. Das zum Zeichenobjekt. Das kann man so auch machen. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell, aber ich versuche euch wieder einiges reinzupacken hier. Gut. Nächste Art der Analyse. Volumenanalyse anhand einer Heatmap. Kennt der eine oder andere von euch, was ist eine Heatmap? Eine Heatmap ist im Prinzip ein Tool, das euch das Orderbuch grafisch abträgt. Das heißt, ihr seht hier im Prinzip in diesem Tool, wo viel Volumen im Orderbuch war und wo es ist. Ja. Mal vorspielen da. Das ist ein Tool, wo man sich das genau anschauen kann, wo wie viel Volumen im Orderbuch liegt. Hier haben wir übrigens auch einiges gemacht in diesem Tool. Wir haben im Prinzip die Weichzeichnung drinnen. Wenn man den Chart staucht, werden die Limits zusammengenommen und ihr kriegt ein besseres Bild davon, was passiert. Und wenn man den Chart so staucht, dann wird das quasi zu einer, ja, ich sag's immer so schön, Wärmebildkamera. Kann man sich gut anschauen. Hier haben wir in Zukunft vor,
Das ist noch nicht fertig. Wenn ihr dieses Tool ladet, dass ihr den kompletten, zumindest von der aktuellen Session, den Verlauf an Limits seht. Jetzt ist es derweil in Atlas so, dass dieser ganze Verlauf, das muss immer laufen und aufgezeichnet werden. Das werden wir euch in Zukunft ersparen, das Ganze. Was kann man noch machen und was haben wir neu gemacht? Bei dieser Heatmap, beim Drücken der Steuerungstaste, erscheint hier im Prinzip so wie mit dem Vergrößerungsglas bei Kerzen, wo man in die Footprints reinschauen kann. Ich hoffe, das kennt ihr. Moment, ich zeige es euch. Das heißt, ihr habt im Prinzip ein Tool und eine Möglichkeit. Ich glaube, es ist auf M, jawohl, auf M. Wenn ihr M auf der Tastatur drückt, könnt ihr in die Kerzen reinschauen, in diesen Footprint-Modus, den ihr vorher dort definiert habt. Das heißt, wenn Sie jetzt sehen wollt, oh, was ist da unten passiert auf dem Tief, zum Beispiel Delta oder Volumen, whatever, dann kann ich hier blitzschnell reinschauen und kann mir anzeigen lassen, was da drin passiert ist. Ja. Und das Gleiche gibt es eben auch hier in der Heatmap. Hier drücke ich die Steuerungstaste und ich sehe sofort auf den Levels, ich mache das jetzt langsam, damit ihr schauen könnt, auch historisch, wie viele Limits das da drinnen war und wie sich das verhalten hat. Ja. Also wir sehen hier, dass im Prinzip von 369, 378, 390, da ist aufgeladen worden die ganze Zeit. Ja. Und hier haben wir fast 400. Und das sind auch so einige neue Funktionen, die es gibt, die man sich anschauen kann. Diese Heatmap wird in dem Moment, wo wir jetzt reden, da schreiben unsere Programmierer dran, dass wir da ständig was bringen und weitermachen, damit das eine der besten Heatmaps wird. Das dauert noch ein bisschen, bis wir den Marktführer knacken, aber da kommt was und das kann ich euch versprechen. Was haben wir noch zum Thema Heatmap, weil es auch zum Volumen gehört? Im Prinzip machen wir das so, machen wir das gleich. Ich hoffe, das funktioniert schon in der Alpha. Jetzt funktioniert es sehr gut. Was haben wir noch? Wir haben eben eine Heatmap, die nicht wie der Indikator funktioniert, wo wir jetzt gerade waren, sondern das ist das Modul, was wir da gehabt haben, Dome Trader. Ja, ich muss hier kurz eine Kleinigkeit umstellen. Gebt mir eine Sekunde, damit ich euch das gut zeigen kann. Wenn ich die Option finde. Wo haben Sie das hingepackt, die Freunde? Die wollen mich ärgern. Gebt mir noch eine Sekunde. Ich kann noch nicht sagen, wo Sie diese Option hingepackt haben. Anscheinend habe ich die gar nicht mehr drinnen. Gut, ich habe die Option in dem Moment nicht drin. Jedenfalls geht es darum, mit dieser Option kann man hier im Prinzip die Preisachse ausblenden und ich bringe es jetzt in dem Moment nicht auf die Reihe, dass ich es einblende, aber ich zeige es euch so, das Ganze, wie das Ganze ausschaut. Also das ist jetzt im Prinzip eine Heatmap, die eben viel schneller funktioniert und die eben im Bereich, wo man schneller unterwegs ist, bei dem Ganzen verwenden kann. Und was es mit der auf sich hat, ist natürlich, und da fehlt auch noch was. Also ihr seht, das ist definitiv Alpha-Version. Da fehlt die Bit- und die Ask-Seite. Die ist da noch nicht drinnen. Ich hoffe, ich kann es euch noch einstellen. Schaut nicht so aus. Sei es wie es sei. Das ist im Prinzip das schnellere Orderbuch. Hier passiert das Ganze dann in Echtzeit. Und drüben im Chart haben wir es im Prinzip alle Sekunden abgetragen. Ja, also für Scalping-Spielereien ist dieses natürlich das Tool, das bessere Tool für die Anwendung. Und hier haben wir das Gleiche im Normalfall. Ja, kann ich auch noch nicht herzeigen. Hier hast du das dann im Prinzip auch mit der Kontrolltaste, dass du reinschauen kannst, was hier passiert. Ja, gleich wie im Scalping-Dom, was wir drüben gehabt haben. Das war jetzt ganz kurz einmal eine grobe Übersicht an den Haupttools, sage ich jetzt mal, in der Plattform, wenn es um Volumen geht. Und jetzt gehen wir weiter und schauen wir uns an, wie man diese Sachen, also ich bin kein Coach, ich sage es noch einmal, wie man diese Sachen natürlich auch anwenden kann. Ja. Ich habe standardmäßig
in meinen Charts, wenn ich arbeite, im Prinzip immer ein Tagesprofil und ein Vortagesprofil drinnen. Ich lasse mich da aber zum großen Teil nicht mehr so irritieren von dieser ganzen Geschichte. Ich habe halt sehr gern, und da geht man wieder auf Indikatoren, diesen Maximum Levels Indikator. Warum verwende ich den gern? Ich kann mir den so oft reinholen, wie ich möchte. Ja, das ist einmal ein großer Vorteil. Ich blende das mal aus. Und dieser Indikator zeigt mir im Prinzip vom aktuellen Tag das größte Volumen. Dann stellen wir den zweiten um, vom gestrigen Tag das größte Volumen. Dann schauen wir uns die letzte Woche an. Und dann schauen wir uns von mir aus auch den Kontrakt an. Dann kann man die natürlich alle verschieden einfärben, wenn man möchte. Und von der Breite her und von der Länge her anders definieren. Und wenn man sich da ein kleines Setup baut mit diesen ganzen Geschichten, dann weiß man immer, ob sich momentan der Kurs vom Volumen, vom Handelsvolumen, vom großen übergeordneten Handelsvolumen wegbewegt oder zu einem Volumen bewegt. Das ist hochinteressant. Das sind im Prinzip die POX, was wir hier haben. Ja, also hier mit den Maximum Levels können wir uns die POX in den Chart holen von verschiedenen Zeiträumen. Letzte Woche, Kontrakt, letzter Tag, der heutige Tag, da fällt ja noch ein bisschen was, da könnte man sich 3, 4, 5 noch dazu reinholen, dann hat man im Prinzip alle Timeframes abgebildet und man weiß, wo das Maximum Volumen in diesem Profil quasi, ja, Current Day ist da, das Profil, der POC und hier habe ich im Prinzip nur den POC. Und so kann man sich zumindest die POCs alle reinholen, ohne dass man hier 500 Profile auf dieser Seite hat, ja, weil man eh nichts mehr sieht, wenn man alle Profile übereinander lagert. Das ist eine gute Geschichte. Und wenn ihr zum Beispiel sagen möchtet, ich möchte wissen, wie sich das Volumenprofil über den Tag entwickelt hat mit der Value Area, ja, dann hat man auch noch die Dynamic Levels dabei. Mal alles andere weg, brauchen wir jetzt nicht. So. Was ist das hier? Das ist ein Indikator, der fängt bei Session Anfang an. Ja, bei Session Anfang ist ja das Volumenprofil genau so von dieser Session und zeichnet euch auf, wie sie die Value Area und der Bock verschoben hat über den Tag. Ja, und hier seht ihr nicht nur jetzt da am Chartverlauf, sondern auch am Volumen, dass der Weg nach unten geht. Ja. Das haben wir innerhalb von ein paar Sekunden jetzt feststellen können, dass im Prinzip sich der Bock genauso nach unten mit bewegt wie alles andere. Ja. Es gibt natürlich auch Varianten, wo der Bock da oben stehen bleibt und der Kurs gurgelt unten rum. Das ist dann im Prinzip eine Preisbewegung, die eben nicht vom Volumen getragen wird. Gibt es Fragen irgendwelcher Art? Ja, gibt es drei Fragen. Schau mal in das Fragefenster. Bitte. Moment, ich muss mal mit der Software hier zurechtkommen. Oh ja, jetzt sehe ich. Ich habe sie markiert. So, ich wünsche auch einen schönen Abend. Herr Wilfen fragt, lassen sich die Limits auf dem Strahl anzeigen. Du meinst wahrscheinlich, dass man sieht, wie viele Limits auf diesem Strahl in der Heatmap ist, ja, mit der Steuerungstaste. Wenn das bei dir in der Version, in der Stable-Version noch nicht drinnen ist, ein wenig Geduld. Die Jungs richten das gerade zusammen und richten das her und bügeln auch noch ein paar Bugs aus. Aber es ist dann natürlich möglich, mit der Steuerungstaste genau zu schauen, wo wie viele Limits historisch gesehen, wo die gelegen haben. Eben wie mit dem Vergrößerungsglas hier ist es dann auf der Heatmap natürlich auch möglich. Ja, der Kollege schreibt gerade, er hat die Stable-Version im Einsatz. Das ist auch gut so. Man muss hier natürlich was dazu sagen. Die Stable-Version befindet sich noch in Version 5. Wir sind mit Latest Beta und Alpha schon in Version 6. Das sieht man im Prinzip im Hauptfenster hier. Ist ein Sechser von Version 6. Jetzt sind natürlich in diesen Versionen massenweise neue Features, neue Indikatoren, neue Tools drinnen. Aber das muss man sagen, bleibt so lang wie möglich auf der Stable-Version. Das hat einen Grund, warum das die stabile Version ist und alles hinten, was in Produktion ist, noch nicht so unter Anführungszeichen stable ist. Ja, wir versuchen von der Alpha auf die Beta, von der Beta auf die Latest und von der Latest in die Stable rein,
euch in der Stable das am besten, sagen wir so, produzierteste Produkt zu liefern. Ja, also von ganz hinten bis nach ganz vorne tauchen immer wieder Bugs und Fehler auf und die wollen wir nicht, dass ihr die habt. Ich weiß jetzt schon, dass ja viele eben vor allem Beta und Latest Version verwenden, eben um die neuen Tools zu testen. Aber man muss sich halt immer dessen bewusst sein, dass diese Versionen eben nicht die Stable Version sind. Und die Stable Version wird am wenigsten oft abgedatet. Dafür passt das dann aber meistens, wenn sie abgedatet wird. Die Beta-Version wird alle Wochen abgedatet, die Alpha-Version fast täglich. Also und so funktioniert es und so versuchen wir eigentlich von euch Bugs und Probleme fernzuhalten, die natürlich überall passieren, wo Leute, wo Menschen dahinter sitzen und was programmieren. Und wie gesagt, zum Testen könnt ihr alle Versionen verwenden und natürlich uns auch, wenn ihr Bugs findet, diese reporten. Aber von der Stabilität her und von der Sicherheit her würde ich jedem empfehlen, bei der Stable-Version zu bleiben. Ja, und man muss sich halt dann damit begnügen, dass die Updates nicht so oft kommen. Aber wenn sie dann kommen, dann sitzen sie. Ja, also. Und was sich grundlegend zwischen Version 5 und Version 6 noch geändert hat, das muss ich leider auch noch anbringen. Das ist quasi die komplette Render-Engine. Ihr habt in Version 5 nur Direct 2D. Unter Umständen steht bei euch OpenGL drinnen, ist aber nicht aktiv. Ihr habt Direct 2D, das ist ein langsamerer Renderer. In der Version 6 läuft das Ganze auf OpenGL und die neuen Heatmaps und das Sculpting Dome, die sind optimiert auf OpenGL. Das heißt, um die schnelleren, besseren Tools nutzen zu können, braucht ihr erstens Version 6 und zweitens eine Grafikkarte, die OpenGL kann. Jede moderne Grafikkarte kann OpenGL. Ja, ich habe vor zwei oder drei Tagen, Montag oder am Freitag, ich weiß es nicht mehr, einen Kunden gehabt, da hat das nicht funktioniert. Und dann haben wir nachgeschaut, es war eine Nvidia Quadro 2000, glaube ich. Dann habe ich kurz Google gefragt, weil die Karte kenne ich gar nicht, die war halt 14 Jahre alt. Und es funktioniert einfach nicht mit einer 14 Jahre alten Grafikkarte. Da muss man sich sowieso was überlegen. Und das zweite Problem, weil es vielleicht einige von euch trifft, was mit dem OpenGL jetzt auch auftaucht, das haben wir vorher nicht gewusst, ist, wenn man Mac-User ist und Parallels verwendet, die Software Parallels hat dieses Update von OpenGL noch nicht. Das heißt, euer Mac kann es zwar, aber Parallels kann es noch nicht. Das heißt, Mac-User mit Parallels können diese neuen Tools nicht verwenden. Das ist der Grund, warum beim nächsten Update die alten DOM-Level-Indikatoren zurückkommen, speziell für die Mac-User, bis eben Parallels dieses Update macht. Die sind immer ein bisschen hinten nach. Die haben schon einige Kunden jetzt angeschrieben, dass die vielleicht ein bisschen Gas geben mögen, dass dieses Problem gelöst wird. Jetzt bin ich zwar ein bisschen vom Thema weg, aber es ist auch wichtig, dass ihr das hört, was hier los ist. Also wenn möglich, auf der Stable sein. Wenn man drüber hinwegzieht und die neuen Tools verwenden möchte, dann kann man natürlich die anderen Versionen machen. Und der letzte Punkt zu diesem Thema, und dann bin ich auch schon fertig mit diesen Versionen, Gedöns, ist folgendes. Wenn ihr einen Workspace speichert in der Alpha, Beta, Latest und dann zurückgeht in die Stable und diesen Workspace öffnen möchtet, dann könnt ihr Probleme bekommen, weil ihr euren Workspace in einer neueren Version abgespeichert habt, als die Stable-Version ist. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Also passt auf, am besten, wenn ihr die Versionen testen wollt, Latest oder Beta oder gar Alpha, macht euch entweder einen neuen Workspace zum Testen oder startet Atlas ohne Workspace. Aber bitte nicht startet Atlas mit euren normalen Stable Workspace und speichert den versehentlich sogar ab, wenn ihr Atlas schließt. Dann habt ihr nämlich ein Problem oder könnt ihr Probleme haben, wenn ihr mit diesem Workspace zurückgeht in die Stable Version. Ich hoffe, das hat jetzt jeder soweit verstanden. Der Wolfgang fragt, ob es Alternativen zu Parallels gibt. Es gibt Alternativen, aber ich glaube nicht, dass die besser sind wie Parallels. Bei Parallels hast du nur ein Problem. Soweit ich informiert bin, wenn du die Gratis-Version nutzt, werden deine CPUs beschnitten von der Leistung her und dein Arbeitsspeicher wird beschnitten von der Leistung her. Und sehr viele verwenden Parallels halt die Gratis-Version.
wissen gar nicht, dass ihr Mac dann gar nicht mehr alles liefert an Leistung, was eigentlich vorhanden ist. Und sobald man dort die Bezahlversion hat, die möchten heute ein bisschen Geld verdienen, funktioniert das. So, ich hoffe, dieser kurze Exkurs in das Thema. Welche aktuelle Version ist gerade bei Stable? Ich weiß die Versionnummer nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die habe ich nicht im Kopf. Ja. Man kann aber, wenn man Ada startet im Login-Screen und unten unter der E-Mail-Adresse steht ja für Updates, da kann man mit der rechten Maustaste draufklicken und dann kann man sich das neueste Update abholen. Dann weiß man, dass man, auch wenn man es mal übersprungen hat, dass man da die neue Version kriegt. Gut, habe ich beantwortet. Zack, 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 zack. So, ich bin jetzt mit den Fragen durch. Sofern ihr nicht weitere Fragen habt, können wir da weiter im Programm machen zu den Tools für die Volumenanalyse. Gut, also wir waren hier beim Dynamic Levels Indikator stehen geblieben, der ihn eigentlich mitschreibt, wie sich das Profil über den Tag oder über den definierten Zeitraum, den man einstellt, verhält. Also das ist auch ein Tool für die Volumenanalyse. Was natürlich dazu gehört, und das ist nicht nur das ganze Profiling und die Limitseite, was wir hier haben. Eines der wichtigsten Sachen ist zum Beispiel ein Picked Rates Indikator. Was macht der? Der zeigt mir im Prinzip an, wo große Ausführungsseiten, also wo auf der Market-Seite große Ausführungen stattgefunden haben. Ich schalte das mal auf Ellipse um. Und in welche Richtung das die gehandelt worden sind. Ja. Das heißt, das ist ja auch eine Art der Volumenanalyse. Und wenn ich in dem Fall, okay, ich liebe die Alpha-Version, wenn ich in dem Fall reingucke, habe ich im Prinzip hier einen Autofilter aktiviert, der mir genau zeigt, wo große Ausführungen in welche Richtung waren. Hier war halt einer, der hat geglaubt, der muss da kaufen in diesem ganzen Wahnsinn. Also kann man natürlich auch hernehmen zur Analyse. Ja. Damit man sieht, wo eben groß gekauft oder verkauft wird. Was man nicht sieht, und das ist bei uns in den Futures so, auf der russischen Börse ist es nicht so, wir sehen nicht, ob, jetzt nehmen wir einfach irgendeine Kugel hier raus für euch zum Anschauen. So, wir einigen uns jetzt auf diese rote Kugel. Wir wissen nicht, ob derjenige eine Position geschlossen hat. Das heißt, zuerst gekauft hat und hier verkauft oder ob der eine Position eröffnet hat. Das heißt, hier groß verkauft hat. Das ist natürlich ein großes Problem für uns, weil wir nicht wissen, ob diese Position eröffnet wird oder geschlossen wird. Auf anderen Börsen, also auf Kryptobörsen und auch auf der russischen, auf der MOEX, ist es so, dass du ein Intraday Open Interest hast. Der Open Interest Wert ist im Prinzip nichts anderes. Das sagt euch, wie viele Kontrakte sind insgesamt offen, jetzt gerade auf dem Instrument, auf dieser Börse. Und wenn sich der Wert verändert, dann weißt du, es haben sich entweder eine Position aufgebaut oder geschlossen. Ne? Dann steigt das Open Interest oder es fällt. Und wenn man diese Option auch hätte, dann könnten wir sofort feststellen, ob dieser Big Trade, wenn das Open Interest auch steigt, also das könnt ihr auf Kryptobörsen, könnt ihr das natürlich so machen, ob dieser Big Trade eine Eröffnung oder eine Schließung war von dem Ganzen. Ja, das wissen wir nicht. Und aufgrund dessen, dass wir das nicht wissen, müssen halt Händler einen Marktkontext herstellen und versuchen, das Ganze in eine Geschichte zu packen. Ja. Also die schauen sich dann ein paar Tage an, wo große gesammelt haben, wo kleine im Prinzip abkassiert worden sind und erarbeiten sich dann eine Geschichte aus dem Ganzen und mitunter verwenden sich das auch dann als Handelsentscheidung, wenn eben der Komplettkontext passt. Ja, also das wäre der Big Trades Indikator, der zeigt euch im Prinzip nichts anderes. Ich mache es mal geschwind hier und öffne noch eine. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich bin heute wirklich schon sehr müde. Also, was macht der Big Trades Indikator? In der Times and Sales Liste laufen in Echtzeit alle Ausführungen durch, die stattfinden auf einem Instrument. Ja?
Und der Big Trades Indikator schaut im Prinzip im Tape beim Print, gibt es irgendwo einen großen Trade, der stattgefunden hat. Wir filtern das jetzt kurz mal, damit wir was herzeigen können, auch abseits des normalen Geschäfts. So. Also mein Tape zeigt mir jetzt nur mehr Prints, die über 100 groß sind. Und im Prinzip sehen wir hier die großen Ausführungen und auf den Preisen. Und das hat es halt früher auch schon gegeben. Ja? Und jetzt packt der Big Trades Indikator diese Information in den Chart rein. Das heißt, du weißt, im Prinzip kannst du dort zwar ablesen, welcher Preis das war, aber du kriegst es im Prinzip in einen Marktkontext beziehungsweise in einen Chart-Kontext rein geliefert, das Ganze. Du weißt dann im Prinzip, wo diese Trades stattgefunden haben, ja, von dem Ganzen. Und somit hast du das nicht nur numerisch aufgelistet, sondern du kriegst es dann natürlich über die Zeit auch visuell geliefert. Wenn ich zum Beispiel, jetzt gehen wir mal in den FDAX, ich hoffe, ich habe da jetzt Daten für das Ganze, irgendwas. Beim FDAX ist natürlich das was ganz anderes, weil da gibt es nicht so viele, die 300, 400, 500 Kontrakte in den Markt reinhauen. Und dazu gibt es eben, ich hau den anderen Dynamic Levels mal raus, damit wir das nur sehen. Und die Kerzen mache ich jetzt kurz mal transparent, dann sehen wir es noch besser. Also wir haben hier jetzt im Prinzip den Big Trades drinnen. Der hat uns das rausgerechnet, aber man muss aufpassen, der macht das mit Autofilter. Das heißt, da ist ein Algorithmus dahinter und der schaut euch oder will für euch abschätzen, was ist ein großer Trade. Der nimmt einfach die Historie, was er hat, her, rechnet einen Prozentsatz aus mit einer Kurve und schaut im Prinzip, was sind große Trades für euch. Wenn einer den FDAX länger handelt und den kennt, ja, dann weiß er eh schon, was große Size ist in diesem Markt. Also jeder von euch, der jetzt ein S&P oder Crude oder Gold längere Zeit beobachtet, der weiß, boah, das ist aber schon ein dicker Brummer, der hereinkommt. Und dann kann man im Prinzip am FDAX sagen, also am FDAX, wenn du 50 Kontrakte reinhaust in das Ganze, dann bist eh schon vorne dabei. Und dann kann man sich den im Prinzip noch besser einstellen, als wie das, was vorgegeben ist bei Autofilter. Also Autofilter ist wirklich für diese, die das einfach mal probieren wollen. Und jeder, der das Instrument dann besser kennt, das Ganze, kann sich diesen Indikator dann natürlich so einstellen, wie er ihn braucht. Und wenn er dann eine Erfahrung hat mit diesem Instrument, dann weiß er, was große Size ist. Und dann würde ich vorschlagen, dieses händisch einzugeben. Man kann natürlich das Ganze zweimal hinzufügen, diesen Big Trades. Ihr seht es hier schon, ihr habt eine Zeitfilterung. Was hat das für einen Sinn? Naja, am Vormittagshandel sind die Größen andere Größen als wie am Nachmittagshandel, vor allem am S&P 500, aber auch bei allen Werten, die eben Europa, Amerika gleichzeitig gehandelt werden. Da hast du am Nachmittag ganz andere Volumina wie am Vormittag und deswegen kannst du dir zum Beispiel für jede Session einen Big Trades machen und kannst dir andere Uhrzeiten definieren mit anderen Sizes, um große Trades ausfindig zu machen. Wie gesagt, ihr wisst es nicht, ob diese Trades Eröffnungstrades oder Trades sind, die geschlossen werden. Ja. Ganz interessant, wir werden solche Sachen meiner Meinung nach immer zum Beobachten. Wann große Trades reinkommen, aber die den Markt absolut nicht mehr nach unten bewegen können. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass es zumindest kurzfristig, in dem Fall ist es dann ja eh wieder nach unten gegangen, nicht mehr nach unten gegangen ist. Also da war irgendwas im Weg oder es ist einfach die Puste ausgegangen. Da sieht man halt, wenn viel Stoff reinkommt und der Markt bewegt sich nicht nach unten, es sind keine Anschlussverkäufer da, dann kann das natürlich auch sein, dass das jetzt nicht wirklich Verkäufer waren. Ja, dass das einfach Käufer waren, die halt hier die Positionen glattgestellt haben im Verlust und da sind keine Anschlussverkäufer mehr kommen. Also so Sachen kann man sich anschauen und muss man dann in den Kontext bringen. Ne? Aber es ist jedenfalls hochinteressant. Ja, und natürlich müsst ihr euch immer das Ganze historisch anschauen, was hier passiert ist, wie es passiert ist und so weiter und so fort. Und diese Information habt ihr einfach, ich sage es jetzt nicht böswillig, aber in einem Standard-Metatrader hast du diese Informationen alle nicht. Ja. Und deswegen, das gehört genauso zu einer Volumenanalyse oder zu einem Tool der Volumenanalyse wie eben ein stinknormales Profil. Ja. Die Kunst ist dann,
bei manchen, dass sie eben das Ganze miteinander verbinden anfangen, sich eine Story schaffen, quasi im Marktkontext, schauen, was im Prinzip die letzte Woche, wo war extrem viel los vom Handel her, wo ist jetzt da extrem wenig los, was passiert, wenn der Kurs dorthin kommt, wo wenig los war, ist noch immer wenig los oder kommen da neue Käufer rein, das ist alles, das gehört alles zu diesem ganzen Rondon, zu Tools, die man eben für die Analyse nutzen kann. Ja. Und man kann es nicht oft genug zeigen, das ist eben für Big Trades, man kann es nicht oft genug zeigen und manche stöhnen wahrscheinlich schon, aber wie gesagt, das eines der besten Tools hier drin ist noch immer der Cluster Search. Ja. Das ist noch immer eins der Top-Tools, was das Ganze betrifft, wo man sich wirklich auch astreine Strategien basteln kann mit dem ganzen Ding. Ja, das ist im Prinzip eine Search Engine für Volumen. Und wenn ich sage, ich möchte hier im Prinzip sehen, wo, da haben wir jetzt noch nicht differiert, ob das Kauf- oder Verkaufvolumen ist, ja, in dem Fall. Aber ich kann mir hier einstellen lassen, dass er mir sofort zeigt, wo mehr wie 200 Kontrakte gehandelt worden sind bei dem Ganzen. Und ich habe an jedem Spot, wo 200 Kontrakte gehandelt worden sind. Ich kann mir hier auch einstellen, dass er mir nicht nur zeigt, wo die Kontrakte gehandelt sind. Ich kann mir das Ganze eben sagen, auf der Bid-Seite, auf der Ask-Seite, Delta, ganz wichtig. Ich kann mir zeigen lassen, wo Überschuss oder wo ein extremer Überhang an Bids oder Asks dort ist. Das heißt, wo mehr verkauft oder gekauft wird als andersrum. Und wir haben hier im Prinzip noch einen Modus dazu gekriegt. Das ist der kumulative Volume-Modus. Hier im Prinzip stellen wir das ganze System um. Wir suchen hier im Prinzip nach POCs. Das heißt, ich kann hier definieren, wie groß das POC-Volumen ist zum Beispiel, was ich sehen möchte. Dann zeigt man nur die POCs, die eben 100 Kontrakte schwer sind. Wenn ich sage, ich möchte alle POCs sehen, dann habe ich natürlich für jede Kerze hier drinnen einen POC. Und wenn ich zum Beispiel hergehe und sage, okay, das ist ganz klar, jetzt sehe ich halt alle POCs, aber ich kann mir dann zum Beispiel auch sagen, ich möchte jetzt nur POCs sehen, die in einer bärischen Kerze sind und wo der POC aber im oberen Docht ist. Und dann wird schon wieder etwas interessanter, das Ganze. Ja, ich kann mir auch nur Kerzen zeigen lassen, wo im unteren Docht der POC ist und wo die Kerze bullish ist. Und dann kann ich noch drüber legen, wie groß das Volumen sein muss. Und ihr seht schon, ihr habt da eine kleine Sandkiste, wo ihr spielen könnt. In Wirklichkeit, es ist so, es ist eine Sandbox, wo man sich wirklich Anomalien suchen kann in den Charts. Volumentechnische Anomalien und mit etwas Glück auf Sachen draufkommt, die vorher noch keiner gesehen hat, ja, in der Kombination mit diesen ganzen Tools. Und dann kann man sich wirklich auch Strategien zurechtrichten. Ja. Und das heißt ja nicht, dass das jetzt ein ganz normaler Trader, der meiner Meinung nach technische Analyse oder Elliott-Wellen verwendet, das zusätzlich in seine Strategie einfließen lassen kann. Da spricht ja gar nichts dagegen. Ja, im Gegenteil. Ich habe einen Freund, der arbeitet sehr viel mit Fibos und der kombiniert das halt mit Fibos und der ist relativ gut unterwegs. Anderen Kollegen habe ich, der ist eher langfristig unterwegs, der schaut sich Volumenprofile und COD-Daten an und kombiniert das miteinander. Also wenn man Volumen-Tools verwendet, heißt das ja nicht, dass man das andere quasi ausschließt. Ich hoffe, ihr seid da meiner Meinung, weil man soll einfach nichts außer Acht lassen. Ja. Das, was halt nicht mehr funktioniert, ist halt diese klassische EMA 20 und 50 kreuze ich und da kaufe ich jetzt ein. Die Zeiten sind natürlich vorbei, aber es gibt sehr wohl Ansätze, die gut funktionieren und es gibt ja genug Leute, die haben gute Strategien, die funktionieren und die holen halt mit diesen Informationen noch ein bisschen mehr raus. Ja, ist auch möglich. Und es gibt natürlich die Leute, die eben rein nur auf diese Volumen- und Orderflow-Daten zurückgreifen und rein nur auf das die Trades aufsetzen. Gibt es auch. Ich mache es halt meistens auch mit der Klassik, damit ich zumindest Trends identifiziere und versuche nicht gegen die Trends zu handeln. Das hat man vor 50 Jahren schon so gemacht und das macht man heute auch noch genauso, meiner Meinung nach, dass man sich einfach nicht dagegen stellt, weil im Endeffekt dann der Preis immer recht hat und wir nie wissen, was die nächste Kerze macht. Ja, das weiß keiner. Wenn es wer weiß, der soll mir bitte dann einmal schreiben, das wäre dann schön, aber das weiß eben keiner.
Und nachdem wir nicht wissen, was passiert, können wir mit diesen Strategien bzw. Tools nur schauen, dass wir unser Risiko minimieren und dass wir gute Einstiege finden. Das wäre so das Credo, was ich so zum Drüberstreuen habe, falls es wen interessiert. Gut, wir haben eine Frage. Der René fragt, wann denn nun endlich mal die Zeichentools fertig sind. Sollte schon lang geschehen sein. Ja, wenn es nach mir ginge, wären die Volksjahr schon fertig gewesen. Nein, im Ernst jetzt. Das Team arbeitet natürlich dran. Was meint der René damit? Ich gehe davon aus, dass er das meint, damit man, wenn man hier ein Viereck einzeichnet, es automatisch auch in den anderen Chart hat. Und ich habe das versprochen, dass das kommt und es wird kommen. Es wird mit dieser Gruppierungsfunktion verknüpft werden. Das heißt, wenn ich jetzt da mehrere FDAX-Charts habe und die sind alle auf rot markiert und ich zeichne in diesen roten was ein, ist es in den anderen Charts auch drin, unabhängig von welchem Timeframe, das wir hier sprechen. Und das ist ein Feature, das sehr viele Leute anfragen. Deswegen mache ich da auch dementsprechend Druck, damit das auch passiert. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber es sollte halt auch jeder wissen, Atlas ist kein Team mit 200, 300 Mitarbeitern. Wir sind rund 35 Menschen alle zusammen und wir sind halt sehr breit aufgestellt, was jetzt da den Versionssprung betroffen hat, von Version 5 auf Version 6, den neuen Trade Copier, der kommt, die neue Render Engine, die kommt, Indikatoren, die ein anderer Mitarbeiter nebenher schreibt. Es geht halt bei uns leider Gottes nicht alles auf einmal und sofort. Diesen Wunsch kann ich nicht erfüllen. Aber was wir machen können, wir hören zumindest rein, was los ist. Und man kann sich sicher sein, dass wenn was brennt, dass es erledigt wird und dass es auch kommt. Aber ich kann halt nicht versprechen, dass die Dinger innerhalb von 3, 4 Wochen fertig sind. Wenn ich weiß, dass was kommt in 3, 4 Wochen, dann kündige ich es meistens eher an, so wie mit dem Trade Copy. Also das sollte nur mal 2, 3 Wochen dauern. Und dann haben wir das Tool auch in der Plattform. Ich hoffe, ich konnte diese Frage beantworten. Befriedigend ist es natürlich nicht. Ich hätte auch gern, dass die Sachen sofort fertig sind. Es dauert halt ein bisschen. Der Christian fragt, wie man in Atlas eine Order aufsetzt. Das kann ich ganz schnell zeigen. Du hast im Prinzip in Atlas mehrere Möglichkeiten für das. Lass mich nur ganz schnell die Version kurz ausschalten. Es geht hier um Folgendes. Du hast in Atlas mehrere Möglichkeiten, wie man eine Order aufsetzt. Du hast auch mehrere Möglichkeiten, was mit dieser Order passiert. Aber ich zeige dir jetzt einfach mal die Standards. So, hier habt ihr das. Im Prinzip von vorhin rechte Maustaste auf aktuelle Version installiert. Das steht nämlich trotzdem da, wenn man mal das Update skippt. Das heißt, wenn man versehentlich auf Skip drückt oder auf Überspringen, dann bleibt die aktuelle Version die aktuelle Version. Wenn man die neueste Version haben möchte, also ob Alpha, Stable, Beta, Latest, dann macht man hier einen Rechtsklick und dann kann man hier auf Check Update machen und dann kann man das im Prinzip updaten. Kleiner Tipp am Rande, solltet ihr hier ein gelbes Dreieck haben, dann passt mit eurem Workspace was nicht. Dann klickt man auf den gelben Dreieck und dann kann man sich das reparieren. Gut, gehen wir nochmal rein. Kleinen Moment bitte. Und dann setzen wir schnell eine Order auf. Hoffentlich. Sagt, Alpha-Version ist immer ein bisschen kritisch. Aber wir haben alles, was wir benötigen. Also, Order aufsetzen in Atlas leicht gemacht. Der Standardkunde nimmt den Chart-Trader. Mit dem Chart-Trader-Modul hast du die Möglichkeit, im Prinzip Market in den Markt einzusteigen. Ja? Und dir Exit-Strategien zurechtzulegen und auch dein Trading-Konto zu wählen. Das heißt, wenn du ein paar Demo-Kontos hast, ein paar Live-Kontos hast, kannst du hier im Prinzip die Size einstellen. Du kannst einstellen, welcher Account gehandelt wird. Grundsätzlich kannst du hergehen und sagen, also Standard, ich drücke jetzt einfach mal rein, Market Long, ja, das kannst du mit dem Panel hier machen und du kannst hier auch mit der rechten Maustaste ein Sell-Limit setzen und ein Buy-Stop setzen. Und unterhalb des Preises kannst du im Prinzip einen Sell-Stop setzen und ein Buy-Limit setzen. So, im Prinzip hast du alles, was du brauchst. Du hast gekauft, du möchtest oben im Prinzip im Gewinn verkaufen
Und wenn dir der Trade ins Minus läuft, dann hast du im Prinzip einen Sell-Stop. So. Das heißt, wenn du unten bist, verkaufst im Verlust und wenn du oben bist, verkaufst im Gewinn. Das ist die Variante 1. Also man kann via Market in den Markt reinspringen. Die Variante 2 ist im Prinzip, ich hoffe, das geht hier in der Version, ich halte die Leertaste gedrückt, dann ändert sich dieser Modus hier. Wenn ich von der Leertaste runtergehe, springt der Modus zurück. Ich kann den zwar händisch einschalten, aber mit der Leertaste ist es besser. Das heißt, ich bleibe mit der Leertaste drauf, dann wird das hier blau. Und dann seht ihr hier im Bereich, wenn ich über dem Preis bin, habe ich mit der linken Maustaste Sell Limit und mit der rechten Maustaste Buy Stop. Und wenn ich unter dem Preis bin, habe ich mit der linken Maustaste Buy Limit und mit der rechten Maustaste Sell Stop. Das heißt, ich kann mir im Prinzip blitzschnell Orders in den Markt legen mit dieser Variante. Das ist Variante 2. Es gäbe auch noch Variante 3. Über den Dom in den Markt einzusteigen. Das brauchen wir uns heute nicht anschauen. Und es gibt Variante 3 auch noch, und das werden die wenigsten von euch verwenden, ist es über eine Chartstrategie automatisch, also mit einem EA, einen Trade zu eröffnen oder zu schließen. Diese Möglichkeiten hat man. Du kannst natürlich auch hier mit der rechten Maustaste die Limits setzen und natürlich auch verschieben. Man kann das Ganze auch in den Trading-Einstellungen ausstellen, dass ich einen One-Click-Modus habe, weil mir geht ja das immer am Geist, wenn ich einen Limit-Order verschiebe, dass ich es dann immer bestätigen muss. Ja, das muss ich dann halt nicht mehr machen. Ich denke, die Frage ist somit beantwortet. Wenn ich die Limit natürlich über den Preis nach hinten ziehe, wird sie sofort ausgeführt. Ja, jetzt sind wir minus einem Kontrakt unterwegs. Kann es mir hier mit ein paar Ticks zurückkaufen und kann mir hier im Prinzip den Stopp setzen. Dann können wir uns das noch genau anschauen, was hier passiert. So setzt man sich im Normalfall einen Trade auf. Was du hier noch machen kannst bei diesen ganzen Geschichten, du kannst dieser ganzen Ordergruppe OCO geben. Das heißt, one cancelled another. Du hast nämlich ein Problem, wenn du einen Limit in den Markt stößt und einen Stopp in den Markt stößt und eines von beiden wird getriggert, aber das andere bleibt im Markt drinnen. Das passiert dir bei einer Exit-Strategie nicht und wenn Atlas läuft, passiert dir das auch nicht. Aber wenn beide Orders im Markt drinnen sind, ohne OCO-Order und die Atlas-Software läuft nicht, das ist übrigens völlig normal, weiß ja keiner, wann die andere Order zum Rausnehmen ist. Ja, und indem man eine OCO-Order macht, weiß das im Prinzip der Broker, wann das der Fall ist. Es gibt Fragen, schauen wir mal. Der Florian fragt, ob man bei den Exit-Strategien kombinieren kann. Zum Beispiel hätte ich gerne, dass die Break-Even-Strategie nutze und zum Trailing wird. Ja, großes Thema. Weil wir gerade dabei sind, ihr werdet hier einen Button dazu kriegen und einen Hotkey für Break-Even. Das heißt, ihr habt dann im Prinzip einen Taster auf der Tastatur und ihr seid Break-Even und könnt euch noch definieren, ob plus einem Tick, plus zwei Tick und so weiter und so fort. Das, was der Florian sagt, das ist eine exquisit gute Frage. Was haben wir bis jetzt? Du kannst automatisch Stop Loss und Break Even setzen. Ich tue das einfach einmal hinzu, gehe einfach automatisch jetzt bei und er hat mir automatisch meinen Stop Loss und meinen Break Even gesetzt anhand dieser Settings, die wir hier gehabt haben. Ich glaube, das war 10, 10. Messen wir mal kurz. 10, messen wir runter. 10, genau. So, wenn ich die Strategie ausschalte, sind meine Orders der Strategie weg, weil das so eingestellt ist. Ja, dann gibt es hier im Prinzip Auto-Cancel-Orders. Wenn ich das ausstelle, dann bleiben die Orders drin, auch wenn die Strategie aus ist. Sei es wie es sei. Die Frage von Florian ist deswegen gut, weil wir ein Problem haben. Und wir haben ein Problem. Wir können verschiedene Targets setzen, also 5 verschiedene Targets, 3 Stops und was auch immer. Einen Stop-Loss-Break-Even automatisch, einen Stop-Loss und Take-Profit, sorry. Stop-Loss, Take-Profit und Break-Even automatisch. Dann kann man einstellen, bei wie viel Ticks, dass er in Break-Even geht, wie viel, dass er Offset hat. Und man kann einen Trailing-Stop programmieren. Und die Frage von Florian ist berechtigt, weil was ist, wenn ich jetzt haben möchte, ein Stop-Loss, ein Take-Profit, das Ganze soll dann einen Trailing-Stop haben, aber vorher soll man noch in ein paar Ticks auf Break-Even gehen. Ist so in dieser Variante nicht möglich. Und deswegen tüfteln wir gerade, dass wir mit dem ganzen Zanober hier im Prinzip rausgehen
und dass wir eine große Maske haben, wo man alles einstellen kann. Das ist im Prinzip, da wird gerade sehr getüftelt dran, dass wir das in den Griff kriegen. Weil wenn es dann kompliziertere Strategien gibt, eben wo alles miteinander kombiniert ist, dann funktioniert das nicht mehr. Da kann ich auch ein Versprechen abgeben, dass sich darum gekümmert wird. Es wird sich auch darum gekümmert, weil ich es gerade sehe, wenn wir ein paar Trades abgesetzt haben. Wir haben ja diesen schönen Mausobereffekt. Das wird gerade komplett erneuert. Das heißt, Einstieg- und Ausstiegsmarker wird erneuert. Der wird mit einem Pfeil verbunden und das Ganze drumherum mit den Management, dass man das einige Tage sehen kann, wird implementiert. Trade-Verwaltung noch, wir haben es eh gehabt hier. Zwei Sell-Limits normalerweise, wenn man die übereinander legt, sollte er mich lassen, wären es zwei. Ne? Den Trade kann man auch hier schließen aufs X und man kann hier umstellen, ob man den Betrag, die Prozente oder die Ticks oder den Preis sehen möchte mit Klick hier. Dann hat man das auch erledigt. Ja, also im Prinzip geschlossen, Trade ist erledigt. Gibt es noch Fragen? Wir rennen in die letzten Minuten. Ich bin noch da. Wolfgang schreibt, ich kann ruhig sagen, dass wir die Besten am Markt sind. Wir sind jedenfalls sehr bemüht, dass ihr alles habt, was ihr benötigt und dass das auch so funktioniert, dass jeder froh ist. Ja, also es kommen ja auch andere Dinge wie Trading Journal und so weiter und so fort, aber ich kann eben noch nicht sehr viel drüber sagen. Wann es die Apple-Version geben wird, also ich habe meinen Programmierer gefragt, weil ich doch einige Anfragen habe und ich habe leider Gottes nur eine Antwort gekriegt, er hofft dieses Jahr. Das ist dann eine native Apple-Version, unter Umständen kommt vorher eine abgespeckte Test-Version und es ist halt auch kein... Das ist ja nicht nix, eine ganze Plattform auf Apple portieren, die eigentlich für Windows geschrieben worden ist. Sie sind da dahinter, aber ich kann leider Gottes absolut nicht sagen, wann denn das soweit ist. Christian, ich hoffe, das war okay mit dem Order aufsetzen. Zeichentools habe ich auch erklärt. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, wir sind da heute durchgeprescht. Es gäbe noch einige Indikatoren, aber uns fehlt schlicht die Zeit, dass wir die alle durchmachen. Mit dem Volumen, wie gesagt, das ist nicht nur das Volumenprofil. Also vergesst das. Es gibt so viele Tools, die eben das Volumen mit einbeziehen. Und in Wirklichkeit ist das Volumen auf der Limitseite ja auch eine Volumenanalyse, nur halt auf der anderen Seite der Münze. Ne? Und die Volumenanalyse anhand eines Profils, da sieht man halt, wann historisch gesehen, was die Marketkäufer dort gemacht haben. Ja, wo die Marketkäufer im Prinzip den Limits, die Stücke abgenommen haben. Und meiner Meinung nach ist eine Delta-Analyse genauso das Volumen und wenn ich in die Heatmap reinschaue, schaue ich mir auch das Volumen an. Also von der Definition her, Volumen, Tools, im Prinzip hat es ja alles mit diesen Zahlen zu tun, wo im Prinzip was los war, wo was im Markt sitzt und wie man das Ganze kombinieren kann miteinander. Also wie gesagt, es gäbe ja auch noch Indikatoren, die eben vergleichen den Montag vor Vorwoche zu diesem Montag, dann wissen wir, ob jetzt bei diesem Montag mehr Volumen umgesetzt wird. Also es gibt unendlich viele Tools, sage ich einmal, wie man damit umgehen kann. Man kann Verhältnisse rechnen. Ja, also das ist eine never-ending Story. In Wirklichkeit schauen wir halt, dass wir nicht jeden Blödsinn in die Plattform holen. Leider Gottes, jetzt sage ich schon leider Gottes, aber wir haben oft Indikatoren, die müssen wir in die Plattform bringen, weil einfach zu viele Anfragen dafür da sind. Ja, und da kann ich nicht sagen, ich halte diesen Indikator für Müll. Wenn einer damit gut arbeiten kann und profitabel damit ist oder den für die Strategie braucht, dann habe ich nicht die Berechtigung, dass ich sage, wir brauchen das nicht. Weil hin und wieder ein E-Mail kommt, wo die Leute fragen, oh, so viele technische Indikatoren, was macht ihr mit diesem Müll? Und ich muss dann halt immer wieder sagen, ja, Müll. Jeder arbeitet anders. Und wie gesagt, einer arbeitet mit Fibonacci, der andere arbeitet mit Patterns, der andere arbeitet mit whatever. Es gibt so viele Möglichkeiten und es brauchen ja doch einige auch gleitende Durchschnitte, zumindest wenn sie zum Beispiel eine Trendbestimmung machen, in 200 oder sonst irgendwas. Warum sollten wir das Zeug nicht drinnen haben? Was eben nicht geht, ist, dass wir in die nächsten 3 Jahre tausende Indikatoren drinnen haben, weil es gibt, ihr müsst euch das einmal anschauen, was da bei uns los ist. Und wir werden das auch regeln noch.
anhand der Indikatoren, was es für Variationen gibt. So, jetzt haben wir den MACD, MACD Volumen gewichtet, MACD Bollinger Band Improved, MACD Bollinger Band Standard, MACD Leader, und mit dem räumen wir in Zukunft komplett auf, ja, weil es einfach keinen Sinn hat. Wir haben da Moving Average Difference, Moving Average Envelope und so weiter und so fort. Wir werden ein System schaffen, dass ihr natürlich alle diese Indikatoren, wenn ihr sie benötigt haben könnt, mit einem simplen Klick auf die Maus. Aber wir werden die Plattform von Haus aus nicht mehr so mit, wie soll ich sagen, überladen. Sagen wir es jetzt einmal so. Ja. Und da wird sie in Zukunft die Möglichkeit haben, einen ganzen Katalog durchzublättern und okay, wenn ich den brauche, installiere ich mir den mit einem Knopfdruck, dann habe ich ihn in der Liste drin. Aber es wird sich auf jeden Fall definitiv aufhören, dass standardmäßig so viele Indikatoren drinnen sind und Abwandlungen. Das macht einfach keinen Sinn. Ja. Gut. Pulling und Stacking aller Sierra Chart, ob da was in Arbeit ist. Ich weiß nicht, wie das Sierra Chart macht. Aber ich kann es dir zumindest zeigen, wie wir das machen. Und da ist nichts in Arbeit, das ist eigentlich fertig. Ich schaue nur, ob da ein fertiges Template ist. Und da spare ich mir im Prinzip jetzt schnell das Bauen. Ich glaube, der kann das. Ich öffne das mal. So. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also der Kollege meint mit Pulling und Stacking höchstwahrscheinlich live zu sehen auf der Limitseite, ob was aufgetragen wird oder ob was abgezogen wird. Ihr seht, das können wir in wenigen Millisekunden darstellen, das Ganze. Das Template ist nur meiner Meinung nach, und Geschmäcker sind verschieden, etwas suboptimal für das Ganze. Erstens bin ich derjenige, was Autoclear aktiviert bei diesen Sachen. Ich werde jetzt nicht ganz genau erklären, was die ganzen Dinger sind, aber ich werde euch zeigen, wie ich das verwende. So. Verzeiht mir die Farben, das ist ein fertiges Template. So, was sieht man jetzt hier? Hier sieht man im Prinzip in Echtzeit die Änderung im Limitbuch. Das heißt, ob irgendwer von euch zum Beispiel eine Order draufpackt auf einen Preis auf der Limitseite oder abzieht. Und ihr seht hier aber auch genauso mit diesem Geblinke, so wie das eingestellt ist, ist das alles suboptimal. Ja? Also erstens wirst du wahnsinnig, wenn du auf das starrst, und zweitens hast du dort zu viele Informationen. Deswegen gibt es für diesen Geschichten, jetzt machen wir mal als allererstes das Flash aus. Flash, Flash, Flash braucht kein Mensch. Und hier haben wir auch noch irgendwo ein Flash. Den machen wir auch weg. So, gut. Jetzt sehen wir wenigstens ein bisschen, was die Schriften könnte man weiß machen. Das sparen wir uns jetzt, wenn wir keine Zeit mehr haben. Wir setzen hier auch Filter. Ich weiß, wir sind jetzt am S&P 500 und der zeigt mir jetzt jede einzelne Limit an, die geändert wird, draufgepackt wird. Interessiert mich ja gar nicht. Ja. Mache ich zumindest, die muss zumindest 10 groß sein, wenn was draufkommt oder abgezogen wird. Weil vor lauter Marktrauschen kann ich es eh nicht mehr wahrnehmen, was da passiert. Wisst, was ich meine? Also man kann das nicht, das kann man schon nicht mehr wahrnehmen. Gut, jetzt sehen wir, wie Änderungen, die größer wie 10 Stücke sind auf der Limitseite. Und was ich noch eingestellt habe, ist, er resettet mir, wenn sich der Preis ändert, resettet er mir beide Columns. Jetzt sehe ich hier im Prinzip, so, da hat wer 10 aufgezogen, da hat wer 50 weggezogen. Die 10 sind jetzt nach hinten gewandert, noch weiter nach hinten gewandert. Da kann man gut zuschauen. Und wenn man jetzt natürlich auf interessante Levels kommt, wo man vermutet, dass Eisbergs sind oder sonst irgendwas, oder irgendwer im Hintergrund die Limits immer wieder neu bestückt, dann sieht man das hier natürlich. Dann ist da nicht 10, dann sind da 100, 200, 300, 400. Auf der zweiten, hier wird immer gekauft, 500, und hier wird immer nachgeschoben. Somit kann man mit Pulling Stacking gut sehen. Und auch hier mit den Filtern, man sieht schön, man sieht wieder was passiert, weil wenn ich das, ich mache es kurz zurück, auf ohne Filter stelle, und natürlich für jeden Markt sind andere Filter von Vorteil. So, jetzt fahren wir wieder ohne Filter. Jetzt wird jedes einzelne Limit, das was dazugezogen wird und abgezogen wird, ihr seht, was ich meine, oder? Und es ist für mich nicht relevant, ob hier 2 oder minus 1, das ist in dem Markt zumindest komplett unwichtig. Ja, also verwendet immer bei allen Tools, was die Analyse von irgendwelchen Volumen und Zahlen geht, Filter. Das macht euch das Leben einfacher. Hier hat derjenige, der was das Template erstellt hat, auch Filter gesetzt. Die werden heller hervorgehoben, wenn anscheinend mehr wie 150 Stück drinnen liegen. Ist ja
Also im Prinzip so seht ihr Pooling Stacking und wir haben zusätzlich noch das Histogramm, das was eben noch links oder rechts ausschlägt, ob aufgezogen oder aufgetragen oder abgezogen wird. Ich hoffe, das war im Prinzip die Beantwortung der Frage. Also das Pooling Stacking ist blitzschnell, was wir haben. Und es ist filterbar und es ist visuell anpassbar, so dass man auch was sieht von Pooling und Stacking. Alles andere macht meiner Meinung nach bei so schnellen Märkten einfach, also es ist nicht schnell von der Bewegung her, aber ihr seht ja, was da an Informationen rein und raus geht, das macht dann null Sinn. Gut. Der Wilfried fragt, ob es ein Problem ist, wenn man einen nicht von Atlas geschriebenen Indikator in Atlas importieren möchte. Na, überhaupt kein Problem. Es gibt hunderte Indikatoren da draußen, die findet ihr nicht standardmäßig in Atlas. Die haben irgendwelche Leute für ihre Kunden oder zum Spaß programmiert. Den Indikator schmeißt ihr einfach unter Dokumente Atlas Indikatoren in eurer Festplatte rein. Dann schreit Atlas sofort, dass neue Indikator da ist, drückt man auf OK und man hat den in der Liste drin. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Danke für die Blumen, danke für die Blumen. Ja, gut, ich denke, das war's für heute. Ich hoffe, eine letzte Frage ist noch übrig. Ja, bitte. Ich kann sie dir noch schnell beantworten. Warte mal. Set Default bei Indikatoren, ob das kommen wird? Weiß ich noch nicht. Diese Frage kann ich in der Tat noch nicht beantworten. Wie wir hier verfahren. Es gibt eine ganz große Gruppe an Kunden, die hätten gern Indikatoren-Templates. Was aber nicht so einfach zu machen ist, technisch jetzt, also ich weiß nicht warum, das ist die Info, die ich habe. Ich weiß noch nicht, wie man damit verfährt, aber ich finde es auch Set Default, das heißt, wenn man eine Standardeinstellung bei Indikatoren hat, würde ich für sinnvoll achten, wenn sowas kommt. Aber dazu kann ich leider noch nichts sagen. Tut mir leid. Gut, mein Lieber. Hast du es geschafft? Ich versuche mein Bestes. Nee, war super. Also ich schließe mich hier den Feedbacks im Chat an. War mal wieder super. Viele Infos, viele schöne Funktionen. Atlas wird in der Tat immer besser. Also dem kann ich zustimmen. Und ja, bedanke mich für das Webinar heute. Bedanke mich natürlich auch, dass wieder so viele dabei waren und entsprechend aber auch hier aktiv mitgemacht haben und viele Fragen gestellt haben. So macht es dann auch für Michael mehr Spaß. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Können Sie dann alles in Ruhe nochmal nacharbeiten und nachschauen. Von daher von meiner Seite wünsche ich einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Restwoche. Viel Erfolg beim Traden. Passen Sie auf Ihre Position auf. Und wie immer hat Michael das Schlusswort. Dankeschön. Ja, danke für alle, die da waren. Wie gesagt, viele habe ich in der Telegram-Gruppe. Ihr könnt gern dazukommen. Schreibt mir da kurz eine E-Mail, ja, german@atlas.net, ihr kriegt den Link, könnt dazu. Und ich wünsche euch liebe Grüße aus Österreich und bin für heute raus. Pfiat euch. Ciao.